Hier steht ein Schweiß ab. Ja, ich entschuldige. Ich bin am ganzen Leib klatschnass. Ich hol mir ein Handtuch. Entschuldige, habe ich dich geweckt? Ich habe noch nicht geschlafen. Noch nicht geschlafen? Ich kann nicht schlafen. Warum? Kannst du nicht schlafen? Ist das so wichtig für dich? Ja, es ist wichtig für mich. Dann sag mir lieber, warum dir der Schweiß ausbricht. Vielleicht ist es in dem Zimmer zu heiß. Ist die Heizung an? Die Heizung ist aus. Ist das Fenster zu? Das Fenster ist offen wie immer. Dann bin ich krank. Wahrscheinlich bin ich krank. Du bist nicht krank. Du bist aufgeregt. Wieso aufgeregt? Wir leben seit 20 Jahren zusammen und ich habe immer gewusst, wann du aufgeregt bist. So? Wie denn? Wann denn? Ich habe beispielsweise auch immer gewusst, wann du mich betrogen hast. Betrogen? Wie kommst du denn darauf? Weil du dann immer aufgeregt warst. Wegen deiner Aufregung, Richard, da warst du immer hilflos. Die konntest du nie unterdrücken. Wie kommst du denn darauf? Warum sollen wir zum Beispiel in diesem Zusammenhang nicht darüber sprechen, dass du dein Leben lang Probleme hattest mit Frauen? Was redest du denn da? Ich rede über etwas, was ich seit Jahren weiß. Und dass du auf Frauen reagierst wie... Ich weiß nicht wie, aber nicht normal jedenfalls. Nicht normal? Bist du? Ich werde nie vergessen, wie Anneliese... wie sie erwachsen wurde und wie sie langsam Figur bekam. Und wie du der Erste warst, der das bemerkt hat. Die kriegt einen Busen. Siehst du, was sie für einen Busen bekommt? Ach Gott, kriegt die mal eine Figur. Warum sagst du jetzt nichts, Richard? Warum bricht dir wieder der Schweiß aus? Was machst du? Ich schlafe auf der Couch. Inge. Ich kann nicht neben dir schlafen, Richard. Bleibst hier. Ich lass dich nicht aus dem Zimmer. Geh ins Bett. Ich möchte Ihnen einen Brief zeigen, den Ihr Kompagnon an seinen Rechtsanwalt geschrieben hat. Ja, ich weiß. Sie kennen den Brief? Nein, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich weiß, worum es geht. Weshalb wollte Kettwig Sie auszahlen? Das habe ich mich selber gefragt. Und seit heute weiß ich es. Mein Sohn hat ein Verhältnis mit seiner Frau, wie er Ihnen ja erzählt hat. Ich kann mir jedenfalls keine anderen Gründe vorstellen. Sie glauben das? Ja, ich habe ja Kettwig selbst gefragt, aber er rückte nicht daraus mit der Sprache. Er sagte nur, ich will euch nicht mehr sehen. Ließ gar nicht mit sich reden. Nein. Blieb bei seinem Entschluss. Ja, anscheinend. Ja. Naja, also Kettwigs Tod hat ja nun ihre Probleme gelöst. Was wollen Sie damit sagen? Dass wir den Mörder nur über das Motiv finden können. Ach, und jetzt haben Sie eins. Sein Tod befreit mich aus einer unangenehmen Situation. Aber glauben Sie, dass diese unangenehme Situation wäre mir ein Mord wert gewesen? Dann sprechen wir doch mal genauer über Ihre unangenehme Situation. Wie unangenehm war sie? Ungefähr von hier aus. Ich rufe die Spurensicherung an. Bleib du hier draußen. Was ist passiert? Es ist auf mich geschossen worden, durch das Fenster. Ach bitte, darf ich mal telefonieren? Dankeschön.
Wo hast denn du gestanden? Da, wo du jetzt stehst. Komm, komm da weg. Das ist ja Wildwest hier. Ja, das kann man sagen. Es ist doch jetzt eine ganz neue Lage entstanden. Ja, vielleicht. Aber es ist vielleicht. Ein Kompagnon wurde ermordet und beim zweiten hat man es gerade versucht. Ja, das ist richtig. Man muss doch ab sofort von einer ganz neuen Lage ausgehen. Alles, was Sie bis jetzt vermutet haben, das reicht doch nicht mehr. Sie müssen doch in einem viel größeren Rahmen suchen. Es sind doch Anschläge, die sich gegen die Firmenleitung richten, nicht gegen eine einzelne Person. Ja, das wäre möglich. Wo waren Sie, als die Schüsse fielen? In der Küche. Wo ist die? Kann ich mal sehen? Bitte? Ich habe gerade Abendbrot gemacht. Wo ist Ihr Sohn? Balthassen, Sie warten auf Ihren Sohn. Ja, der muss jeden Augenblick kommen. Die Jalousie ist zu, ich konnte gar nichts sehen. Sie haben einen bemerkenswerten Verstand. Finden Sie? Die Schnelligkeit, mit der Sie Schlussfolgerungen ziehen, diese ganz neuen Motive. Das ist doch logisch. Das will ich sagen. Sie haben einen bemerkenswerten Sinn für Logik. Und das ist die falsche Begabung für eine Frau, glauben Sie? Eine Begabung, die Männer an Frauen nicht sehr schätzen. Sie haben die Küche gesehen. Haben Sie noch Fragen? Nein. Danke Ihnen schön. Bitte, kommen Sie bitte. Guten Morgen. Ich frage auch Ihren Namen. Guten Morgen. Fuchs. Guten Morgen, Herr Professor. Ja, guten Tag, Maria. Ist was passiert? Ja. Martini ist ermordet worden, als er einen Einbruch verhindern wollte. Martini? Unser Nachtportier? Ja. Was denn für ein Einbruch? Wo denn? Der Forschungsbericht ist gestohlen worden. Ich hatte noch daran gearbeitet und ihn dann da in den Schrank gelegt. Und Dr. Haug eine Nachricht hinterlassen, dass er den Bericht in den Tresor einschließen soll. Nein, den Zettel habe ich gefunden. Ja, was denn? Sie waren noch mal hier? Ja, so gegen 7. Ich wollte noch was zum Arbeiten mit nach Hause nehmen. Und dann habe ich den Zettel da gefunden und habe den Bericht in den Tresor geschlossen. Was? Was haben Sie? Ich habe den Bericht in den Tresor geschlossen. Also, wir haben ihn. Danke. Da ist er. Ja, richtig. Es ist er. Wäre es falsch, von einer Komödie zu sprechen? Ja, das wäre falsch. Der Tote, ich weiß. Entschuldigen Sie. Tja, dann ist ja alles in Ordnung, Herr Professor. Ja, ja, ganz recht. Alles in Ordnung. Aber Moment mal, ist noch gar nichts in Ordnung. Sie haben zwar Ihr Manuskript wieder, aber wir haben den Mörder noch nicht. Ja, für uns ist nach wie vor der Interessent wichtig. Naja, wir haben natürlich Konkurrenz. Haben Sie von Berlin erzählt? Von Berlin? Ja, Berlin. Das habe ich Ihnen doch gesagt, als wir in Berlin waren vor 2 Monaten, dass sich da jemand an mich rangemacht hat, ein gewisser Jurek. Und der sich dann noch beklagt hat, dass Sie ihn nicht anhören wollten, obwohl er ein alter Studienfreund von Ihnen ist. Der hat mir ein ganz offenes Angebot gemacht. Aber was habe ich Ihnen noch erzählt? Ja, 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 Jurek, ich erinnere mich. Ach, und dieser Studienfreund, der hat Ihnen ein Angebot gemacht? Ja, ganz offen. Also Freund kann man nicht gerade sagen, wir haben zusammen studiert, das ist alles. Leider ist da nicht viel aus ihm geworden. Das war auch wirklich nicht zu übersehen. Wirklich keinen sehr guten Eindruck gemacht. Aber dieser Jurek, der wusste haargenau, woran wir arbeiten. Er sagte, ihr arbeitet mit Silatranen und ich habe gehört, dass ihr sehr weit seid. Und ich wüsste eine Menge Menschen, die sehr viel Geld dafür zahlen würden. Also für die Ergebnisse. Ja, ja, das war mir ganz entfallen. Aber jetzt erinnere ich mich genau. Jurek hat Ihnen Geld angeboten. Ich habe ihn natürlich nicht ernst genommen. Und ich habe dann gefragt, so aus Spaß, wie viel würden Sie denn zahlen? Er wollte selber zahlen oder hat er gesagt, wer das Geld tatsächlich zahlen will? Ich meine, wer dahinter steckt. Das hat mich natürlich auch interessiert, aber nein, darüber wollte er nicht reden, nein. Jurek, ja, Biochemiker, war mal sehr begabt. Dann starb seine Frau und er fing an zu trinken, der ist völlig abgerutscht. Wissen Sie, wo er wohnt? Wo haben Sie ihn getroffen? Im Hotel, in der Halle. Er hat mir auch seine Telefonnummer gegeben, aber die habe ich sofort weggeworfen.